Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt hier mit dem Casino Boss Simulator. Und mein herzlicher Dank geht raus an Nons Games, den Publisher und Entwickler von dem Spiel, der mir den Key zur Verfügung gestellt hat, dass ich euch das Spiel mal zeige. Kostet gerade aktuell noch bis zum 16. Mai ein bisschen was über 4 Euro. Also schauen wir doch einfach mal rein, ob sich das auch lohnt. Ich bin auf jeden Fall schon mal sehr gespannt. Wie ihr seht, das ist Early Access 0.1. Ne? Das ist, da kann noch einiges schief gehen. Ich fange an, von diesem Job genug zu haben. Okay, Geld zählen. Hey Andrew, ich weiß nicht, welche Nummer du heute am Roulette-Tisch gedreht hast, aber unsere Gewinne haben sich um das 1,3-fache erhöht. Der Chef wird sehr zufrieden damit sein. Manchmal kann schon ein kleiner Magnet einem Unternehmen mehrere Millionen Dollar einbringen. Tja. Andrew, komm sofort nach Beendigung deiner Arbeit in mein Büro. Lass uns sehen, gibt es ein Problem? Dieses Kind wird entweder Ärger für das Casino verursachen oder ein neues Imperium gründen. Ja, Chef, gibt es ein Problem? Übrigens, ich habe den Roulette-Tisch ein wenig manipuliert und uns einen Gewinn von 30% eingebracht. Ja, ich weiß, Andrew, ich vertraue dir dabei, aber denk daran, das ist ein legales Casino. Verstanden, ich werde so etwas nicht noch einmal tun. Ich weiß, mein Sohn, und ich muss das klar sagen, du bist seit 10 Jahren die vertrauenswürdigste Person an meiner Seite und du hast mir keinen einzigen Cent gestohlen. Jedoch sendet dieses jüngste Ereignis mir eine Botschaft. Du musst verstehen, dass dies keine Strafe ist, aber ich entlasse dich von hier. Sie feuern mich? Feuern sie nicht? Ich sehe meine Jugend in dir, mein Sohn. Ich habe dieses Casino mit allem, was ich hatte, gegen die Angriffe der Banden und der Mafia aufgebaut. Das Lagerhaus, in dem ich dieses Geschäft begonnen habe, ist immer noch in meinem Besitz. Du wirst dorthin gehen und dein eigenes Glücksspiel-Imperium aufbauen. Aber denken Sie daran, dass Glücksspiele in dem Staat, in dem sich das Lagerhaus befindet, illegal sind. Du passt also auf dich auf und gibst mir einen täglichen Anteil. Verstehst du, mein Sohn? Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Sir, aber ich glaube, ich kann es tun. Ich werde Sie vollständig bezahlen. Ich wollte schon seit 10 Jahren Ihr Partner sein, aber ich wusste nicht, dass es durch einen kleinen Magneten geschehen würde. Nimm dieses Geld, das wird die Sache beschleunigen. Wir sehen uns in einem Monat. Vielen Dank für die Gelegenheit, Sir. Ich reise morgen früh ab. Zeit aufzubrechen. Okay. Möchten Sie das Tutorial sehen? Ja, mach na. Geld und Prestige sind zwei wichtige Elemente, die kurzfristig im Gleichgewicht gehalten werden müssen. Geld ermöglicht es ihnen, die Miete zu bezahlen, die sie für den Start in den Tag benötigen. Das Prestige bestimmt, wie viel Geld und Zeit ihre Kunden zu investieren bereit sind. Sie können ihr Inventar mit Tab öffnen, Objekte platzieren und unbenutzte Objekte zum halben Preis verkaufen. Sie können die Spielautomaten ein- und ausschalten, sie in ihr Inventar aufnehmen und vor allem die Gewinne so einstellen, dass sie entscheiden können, ob sie lieber kurzfristig Geld oder langfristig Prestige gewinnen möchten. Okay. Mit der T-Taste können Sie das Tablet einschalten, neue Spiele und Zubehör auf dem Markt kaufen, Ihr Casino mit Upgrades erweitern und neue Mitarbeiter über den Mitarbeiterbildschirm einstellen. Recht komplex, hm? Wenn Sie nur eine kleine Anzahl von Automaten haben, können Sie Spielautomaten und Tischspiele auf dem Markt kaufen. Und Sie werden keine Kunden verpassen, die an diesem Tag kommen wollten, es aber wegen des Andrangs nicht taten. Requisiten sind ein Muss für solche illegalen Casinos. Je mehr Requisiten, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Leute nach einer Niederlage weiterspielen. Mit Upgrades kannst du den Müll und die Behälter in diesem alten Lagerhaus loswerden, damit du mehr Platz hast. Da wir das Kamerasystem verbessern, können Sie das gesamte Casino von Ihrem Büro aus sehen und Ihre Zeit schneller vergehen lassen, je nachdem, wie viele Kameras Sie kaufen. 1,25, 1,5 oder mal 1,75. Okay. Rookie-Dealer, Medium-Dealer. Der Kauf von Mitarbeitern wird Ihnen sehr helfen, denn wenn zum Beispiel ein Anfänger, Croupier, eine Gewinnchance von 21 zu 55 hat, kann ein erfahrener Croupier je nach Tag eine Gewinnchance von bis zu 100 zu 70 haben. Und die Aufwertung des Croupiers senkt nicht ihr Prestige wie Betrug an Spielautomaten und kann sogar ihre Kunden erfreuen. Reinigungskräfte säubern täglich den großen Teil des Unrats. Die Einstellung von 3 Reinigungskräften löst das Reinigungsproblem von oben bis unten. Und je mehr Sicherheitspersonal, desto weniger wahrscheinlich sind Diebe und unauffällige Kunden. Okay? Bin ich jetzt hier?
Prestige? Nein. Go to Location. Sie können mit dem Auto anreisen, wenn das Casino nicht geöffnet ist. Es wird behauptet, dass in einer nahegelegenen Bar nachts gespielt wird und wenn Sie ein reicher Spieler sind, kann der Besuch eines Stripclubs eine gute Möglichkeit sein, das an diesem Tag gewonnene Geld zu verwenden. Zu verprassen wahrscheinlich. Okay. Schaut nett aus auf jeden Fall. Use 123 to pick up a stick, a broom and a paintbrush. Also die Tasten 1, 2 oder 3 soll man verwenden, um eben sowas wie einen Baseballschläger, einen Besen oder auch Paintbrush ist dann ein Pinsel auszurüsten. Du kannst den Stick verwenden, um Räuber zu verhindern, dass sie bei dir klauen. Dann der Besen natürlich zum Reinigen von dreckigen Floors, also von Böden. Und natürlich den Pinsel, um Decken oder den Boden zu ändern von der Farbe her. Okay, gut, gut. Überwachen Sie Ihr Casino mit einer Kamera, um die Zeit zu verkürzen und alles von einem Ort aus zu kontrollieren. Sie können den Tag beginnen und verwalten, indem Sie die Tagesmiete mit dem Schreibtisch in Ihrem Büro bezahlen. Sie können die Schulden des nächsten Tages sehen und Ihre Strategie für diesen Tag festlegen. Das Beenden des Tages speichert das Spiel. Okay, ne, ich bin nochmal gespannt. Also ich bin auch mal gespannt, wie viel noch in Englisch ist. In der alten Lagerhalle gegenüber dem Casino befindet sich eine Sendeanlage, mit der Sie ein kleines Einkommen erzielen können, indem Sie Blackjack online übertragen. Interagieren Sie mit Blackjack in der Lagerhalle mit Sendeanlage. Okay. Oh, das ist langsam. Sekunde, das muss ich natürlich ändern. Ich weiß nicht, wie es mit der Musik ist. Ich hoffe, dass ich die im Hintergrund nicht ausblenden muss. Deswegen mache ich es jetzt halt lieber mal leise. Ich habe auch hier keine Chance, das zu ändern. Mouse Sensitivity machen wir mal hier auf 5. Das ist immer noch zu langsam. Dann gehe ich mal ganz nach oben. Ja, ist auf jeden Fall schon besser. So, was müssen wir denn jetzt machen erst? Dahinter komme ich gar nicht. Toll, ist mein Schreibtisch und ich komme da nicht hin. Casino, $800, der Preis, den Sie zahlen müssen, um den Tag zu beginnen. $800. Achso, und ist $0, okay. Erwartete Kunden 8 bis 14, die Schulden von morgen $100, okay. Moment, schauen wir erst einmal uns um. Okay, Lagerhalle. Was haben wir denn da? Da stehen einige Sachen, aber anfassen kann ich davon nichts. Okay. Neuverbindung, aha. Okay. Start. Was kann ich jetzt machen? Gar nichts, oder was? Dealer must stand 17, okay. Ah, okay, das Teil spielt automatisch. Das ist dann quasi immer der zieht und das bin ich. Das heißt, ich kann mir hier mein Geld ranholen. Karte wechseln, hä? Ich weiß nicht, was das macht. $21, $30+. Okay. Haben wir schon $890. Okay. Also ich meine, ich bin ja nicht der Befürworter von irgendwelchen Casinos oder Glücksspielen und so weiter. Das muss ja jeder für sich selbst wissen. Aber ich bin mal gespannt, was ich hier alles machen muss. So. Aber wo ist jetzt das Casino? Was kann ich hier machen? Da kann ich irgendwas machen. Zum Ort gehen. Das ist anscheinend der Nachtclub. Okay.
Reißen rettet das Spiel. Wahrscheinlich speichert das Spiel, ne? Baseballschläger. Farbpinsel. Pömpel. Ah, okay. Muss das irgendwie hier aufgeräumt werden oder so? Muss ich hier aufräumen? Achso, nee, das ist kein Trick. Muss ich das da aufräumen? Was muss ich denn jetzt zuerst machen? Wahrscheinlich muss ich einfach das Casino öffnen, aber ich habe ja noch kein Casino. Okay, das ist mein Inventar. Das ist das Tablet. So, Blackjack-Tisch, Tag 15, Maschinen, das da. Spin-Poker, Verbesserungen, Area-Expansion, Kameras, Mitarbeiter, Rookie-Dealer, das bin ich im Grunde. Sie eigen. Okay, Cleaning-Stuff, alles klar. Maschinenzubehör, das sind dann Pflanzenzeug. Was bringt mir der Automat? Halt. Bleib. Maschine. $300 haben wir ja, komm. Dann kaufen wir halt mal zwei. Und gucken wir mal, wo die hinkommen. Ich mach jetzt doch einmal den Sound wieder lauter, weil irgendwie ist mir das zu leise. Nehmen wir mal den Pömpel weg hier, den Besen. Ist da auch irgendwas? Nee. Was haben wir da hinten? Nichts weiter. Okay, da kann ich auch nicht weiter. Was haben wir da? Synchro Toys. Wo bekomme ich jetzt meine Maschinen her? Okay, rausgehen kann ich nicht. Hallo Winky Katze. Da kann ich auch nicht hintergehen. Wo kriegen die Maschinen hin? Was ist hier? Nichts. Da kann ich nichts machen. Okay. Da kann ich wahrscheinlich auch nicht hinter, oder? Doch. Aber hier kann ich nicht rein. Kann man aufs Dach? Nein. Wo kommen denn die Maschinen? Ach so, die habe ich dann hier drin. Oh Mann. Benutzen. Der Spieler hat eine 6,25%ige Gewinnchance an diesem 5-Slot-Spielautomaten und die Eintrittsgebühr liegt zwischen $17 und $25. Abhängig von den Einstellungen des Casino-Besitzers mit einem Hauptpreis von $100. Ui, das muss wahrscheinlich hier rein, oder? Wo muss denn das hin? Hier? Ah, hier muss das her, alles klar. Tap for cancel, left click. Ah, mit Shift kann man das schneller drehen. Okay. Nein, muss ich es wieder drehen. Kurier. Ungefähr gerade. Ja, passt schon. So, schauen wir mal, wie wir die aneinander stellen können. So, aber wir müssen ja das Casino auch öffnen, ne? 290, Preis.
So, verbleibende Kunden 10 bis 20. Ist in Ordnung. Da oben lädt irgendwas anscheinend. Mal gucken. Also ich denke mal, dass die hier reinkommen oder so. Ich weiß es nicht. Ah ja, okay. Und das links oben ist das Geld, was ich habe. Und die Uhrzeit anscheinend. Ich weiß es nicht. Okay, 2. Man muss halt einfach mal abwarten, ne? Maschinen. Vielleicht, dass man sogar noch mal eine kauft hier. Hat da jemand gewonnen? Oh ja. Achso. Ich drücke falsche Tasten. Kommen. Zack. So, dann schauen wir mal, ob wir hier sauber machen können. Jetzt. Okay, ich glaube, das ist schon sinnvoll, dass man einiges hierher kauft. Und ich denke mal, wenn ich dann hier den Ausbau mache, dass ich dann eben hier so langsam aus, also größere Tische und so weiter hinstellen kann. Profiteinstellungen, sehr niedriges Einkommen, sehr hohes Prestige, geringer Gewinn, normaler Gewinn, normales Prestige. Geringer Gewinn, hoher Gewinn, geringes Prestige würde ich mal einstellen. Ach, und da kann ich jeden separat einstellen. Da kann ich das ja mal lassen auf normaler Gewinn, dass die ein bisschen unterschiedlich sind. Gerade aktuell 20 Prestige. Polygon-Grafik mag ich ja, das wisst ihr ja. Gibt natürlich viele, die immer sagen, nö, nö. Die finde ich total hässlich, die Polygon-Grafik. Ich finde die ganz nett. Verwalten mit E. Ich kann das jederzeit verwalten, okay. Und vielleicht doch einmal erst das Prestige steigern, ne? Normaler Gewinn. So, jetzt ist nur die Sache, wenn ich jetzt da drüben dann das Online-Blackjack-Dingsbums laufen lasse, dann ist hier keine Bewachung, ne? So, war's das jetzt? Oder was los? Maschinen. Verbesserungen. Das ist Area Expansion, ne? 2000, 5000. Das sind die Kameras. Mehr gibt's da auch nicht. Medium Dealer. Hm. Aber anscheinend sind die gelben, der gelbe und der grüne Balken da oben dafür gedacht zu zeigen, dass der Tag eben abgelaufen ist. Kein Platz für den Kunden 4, ankommende Kunden 6. Okay, und wir sind am Ende des Tages, ist in Ordnung. 94 Dollar minus 0,10. Insgesamt 6 Kunden, die da waren und 4, die wieder gegangen sind, ist in Ordnung. Die Schulden von morgen 125, erwartete Kunden 10 bis 12. Okay, der Preis, den Sie zahlen müssen, um den Tag zu beginnen, ist in Ordnung. Dann mach mal auf. Wahrscheinlich ist immer, wenn der gelbe Balken läuft, kommt ein Kunde. Also so habe ich das jetzt ja gerade verstanden. Oh, kann ich nicht kaufen.
lass mich raus. Das heißt, ich muss jetzt hier warten. Na gut, ist ja meistens mit Warten verbunden, ne? So, genau, den kaufen wir jetzt. Dann können wir nämlich die nächste Maschine herstellen. Ah, da kommt auch der Mr. Hotdog. Das passt schon. Wir wollen ja das Prestige wegen oben halten, ne? So, Pömpel. Jetzt. Jetzt müssten aber auf jeden Fall mehr Kunden rankommen können. Na gut, aller Anfang ist schwer, ne? Und ab wann kann ich dann? Das ist ab Tag 15. Das ist ab Tag 3, der Spielautomat. Das heißt also, am nächsten Tag kann ich dann auf den hier zugreifen. Ja, ist okay. Mit 4 Maschinen. Jetzt hoffe ich mal, dass da noch ein bisschen Geld reinfließt. Okay, also die gelbe Linie ist anscheinend auch immer dafür gedacht, um anzuzeigen, wie die Zeit vergeht. Weil immer wenn die Linie am Ende ist, dann springen die Uhrzeiten weiter. Wie jetzt zum Beispiel 5.23 Uhr dann. Ein Polizist kommt rein, jawohl. So soll es sein. Die ersten Zocker. Ja, das sind die typischen Figuren, ne? Also die man bei den Polygon-Spielen überall sieht. Aber es ist noch nicht vorbei. Doch, jetzt ist es quasi vorbei. Da hat jemand gewonnen. Frechheit, der Polizist, deswegen wird er uns dann auch nichts tun. So. So ein Mist aber auch, ne? Videopoker. Kann man solche Dinge eigentlich spielen? Also, das wird mir nie einleuchten. Man weiß ja im Grunde, dass man diese Automaten mit seinem Geld füttert und die Chance, etwas zu gewinnen, sowas von gering ist. Das sind halt Geldfresser, ne, diese Maschinen. So, 410. Ich bin jetzt dann mal gespannt. Kann ich uns mal hier sauber machen? Hallo? Danke. Das kann man nicht sauber machen? Nee. Jetzt möchte ich nochmal dran schauen. Inventur? Nein! Was habe ich jetzt gemacht? Ach so, ich habe das dann wieder eingesteckt, weil ich Inventur, okay, ist in Ordnung. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Aber es sollte eigentlich logisch sein, ne? So, kann ich dann da hinten noch ein bisschen was gewinnen? So, Neuverbindung. Schauen wir mal. Lassen wir halt einfach mal hier laufen. Dino Must Hit Soft 17 Prestige 2036 Bank verliert. Bank gewinnt. Kann man das auch auf Dauerschleife stellen? Dann würde ich da nämlich einfach nur auf Start klicken und würde das einfach laufen lassen, während ich schlaf.
okay. Ich wechsle die Karte. Jetzt habe ich's. Okay. Jetzt habe ich's. Ich wechsle im Grunde meine Karte hier. Also ich sehe, was ich als nächstes bekomme und kann dementsprechend entscheiden, ob ich dann die Karte nehme oder nicht. Okay, alles klar. Ist in Ordnung. Passt mir schon. Na gut, gucken wir mal hoch. Und Ende des Tages. $278. 0,584 Exit, keine Ahnung. So. Jetzt schauen wir mal ganz kurz rein. Nein, nicht da rein. Da rein. Ah, okay, wir sind, weil wir den Tag wahrscheinlich noch nicht geöffnet haben, ne? Aber das ist ganz interessant hier. Billard, da ist natürlich die Frage, ob man da noch zusätzlich was verdienen kann. Hier zum Beispiel mit so einem Automaten, aber der kostet halt $500, ne? Ah, ein Bankautomat. Noch ein Spielautomat. Kaufen wir halt einmal noch einen Bankautomaten, weil vielleicht kaufen ja, holen ja Kunden sich im Grunde nochmal Geld oder sowas. Könnte sein, ich weiß es ja nicht. Nee, falsch. Hier. Accessoires verringern die Abbruchrate des Kunden, wenn sie verlieren. Abbruchrate, okay. Also sie verringern den Abbruch der Spieler. Und den stellen wir hier genau dazwischen. Also was heißt dazwischen? Hier ans Ende. Und dann können nämlich die Spieler, wenn sie keine Knete mehr haben... Oh, kann ich das so nah ranstellen? Das ist toll. Perfekto. Machen wir noch einen Tag. Machen wir noch einen Tag und am nächsten sehen wir dann, wie es im nächsten Part sehen wir dann, wie es läuft. So, öffnen des Casinos. Wir haben jetzt noch 187. Wir sind Tag 3. Das heißt, wir können jetzt mal gucken, was die andere Maschine kostet. Nein, können wir nicht. Aber ich glaube, ich kann drüben einfach weiterspielen. Also hier kann ich jetzt zum Beispiel einfach weitermachen. Während drüben die dann am... Neuverbindung? Nicht gefunden. Außer ich kann das nicht machen während... Doch. Okay. Ja, da kann mir eigentlich gar keiner böse sein, weil das ist ja im Grunde nur eine Glückssache, ne? Was habe ich jetzt da? Eine 5. Karte erhalten. Nehmen wir doch. Machen wir 21. Okay. Tja, leider gewinnt halt die Bank meistens. Das sieht mir zumindest so aus wie ein Dieb, ich weiß es nicht. Ich nehme mal an, dass das ein Dieb war. Ich würde sagen, wir stellen nochmal eine Maschine gleich auf. Je mehr Maschinen, desto mehr können spielen. Ist das gerade? Ich glaube schon. So, und zack. Ja, das lassen wir. Vielleicht sollten wir manche Automaten umstellen. Dass wir jetzt zum Beispiel einen Automaten mal
niedriges Einkommen und hohes Prestige machen? Weil dann gewinnen die Spieler an der Stelle ja öfters, ne? So, steht ihr da zu zweit? Kann das sein? Das scheint ein Bug zu sein hier. Also, dass zwei Leute da dran stehen. Das ist eigentlich... Nein! Da war jetzt nichts gestanden und plötzlich, zack, habe ich diesen ATM in der Hand. Ich hab nur links geklickt. So, hier rein bitte. So, und wie gesagt, ich hoffe nicht, dass mir die Musik hier Probleme macht, ne? Weil das ist ein bisschen blöd. So, 744, es ist doch schon mal ganz gut. Und beim nächsten Mal können wir dann die neuen Automaten kaufen. Hier, den hier, Spielautomaten. Aber ich würde trotzdem nochmal drei Stück von denen dahinstellen, dass es ein einheitliches Bild gibt. Machen wir doch gleich, oder? Kaufen wir doch gleich mal zwei Stück. Ich hätte zwar gleich drei kaufen können, aber lieber mal abwarten. Hoher Gewinn. Machen wir dann mal so. Können wir natürlich auch noch Pflanzen herstellen, ne? Aber ist gut. Da haben wir jetzt halt hier, Moment, kaufen wir gleich noch die letzte dann. Dann haben wir 4-4. Den lassen wir auf normal. Dann können wir nämlich am nächsten Tag noch mehr Leute da haben. Das ist doch gut. So, anscheinend ist sie ein Bug. Also, weil sie bewegt sich nicht mehr. So. Kein Platz für den Kunden 0. Ankommen die Kunden 14. Wunderbar. Verbleiben die Kunden 0. Ende des Tages. Zack. Machen wir mal. Minus 16 Dollar. Okay, Prestige ist bei 0,19 anscheinend. 14. Okay, perfekto. Gut, dann machen wir da beim nächsten Part weiter. Also im morgigen Part dann quasi machen wir weiter. Bin mal gespannt, wie es läuft. Bin wirklich mal gespannt. Alles klar, Leute, das soll es gewesen sein. Lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Nicht vergessen, Abo dazulassen, dass ihr keinen Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.